Das Koori-Fältchen soll hier gehen und das testen wir doch mal. Koori-Fältchen super selten und ja, wenn man da irgendwo die Chance drauf hat, das als Trophy zu fangen, muss man die Chance natürlich nutzen. Ich teste hier die Stelle am Koori am Campingplatz. Also, ich habe erstmal nur zwei Routen rausgeschmissen. Ich teste erstmal so ein bisschen auch hier die Frequenz und ob hier überhaupt was geht und was hier geht. Es gibt eine Info aus dem VK, dass das hier gehen soll. Die Frage ist natürlich, geht es auch mit einem anderen Köder? Denn ich bin hier nicht mit dem vorgegebenen Köder unterwegs. Das wäre der Schwimmkäfer. Der ist halt super selten. Den Schwimmkäfer mal rauszukriegen, rauszubuddeln, ist halt schon ein bisschen tricky hier mit dem Netz. Ja, da geht so alles Mögliche rein. Aber so ein Schwimmkäfer ist halt schon sehr, sehr, sehr selten. Und da ich das Koori-Fältchen ja auch schon habe, versuche ich es jetzt hier einfach mal mit einem Köder, den man einfach kaufen kann, ne? Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Auf dem Viererhaken vor allem, dass das überhaupt gehakt ist. Das ist ja der Hammer. So, rauswerfen. Nächstes. Oh, ich muss die Bremsen runter machen. Oha. Oha, oha, oha. Hohoho. Glück gehabt. So, das lassen wir mal eben so. Ich ändere hier auch mal schnell noch die Bremse. Und dann gehen wir wieder zurück. Oha. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen dickeres Vorfach und ein bisschen dickere Schnur nehmen. Oh, hauer, hauer, ha. Ich bin hier mit 6,9 Kilo. Hab mir gedacht, alles klar, überhaupt kein Problem, Alter. Das ziehen wir doch eben rein hier, das kleine Koori-Fältchen. Gar kein Problem. Aber hier gibt es ja auch noch andere Fische. Das ist natürlich jetzt ein Ding, wenn hier so eine Seeforelle zum Beispiel reingeht. Auf Doppelsteinfliegenlarve. Durchaus möglich, dass die hier natürlich auch noch ein bisschen rasiert. Eieiei. Und auf der anderen Rute zuppelt es auch schon los. Ja, dieser leichte Hebebiss gerade von der Sefo. Ich meine, es ist eine Sefo. Passiert auch immer mal wieder, wenn man am Ladoga-See zum Beispiel, da ist man ja auch gerne mal mit der Match unterwegs oder mit der Pose. Die heben dann die Pose gerne so ein bisschen an und danach schießen sie runter in die Tiefe. Und da müssen wir jetzt bloß halt ein bisschen dagegenhalten, dass die nicht weiter sich nach unten stürzt in die Tiefe. Ich glaube, ich gehe gleich mal hoch auf 9 Kilo Vorfach. Sollte auch noch funktionieren hier. Wobei ich ja eigentlich hier so ein kleines, relativ ja, seltenes Fischchen suche. Wow, Alter. Okay, der Brocken hat richtig Bock. Eieiei. So, komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Jetzt aber hier. Jawohl. Der Fisch muss sich jetzt gerade fügen. Na, kriegt aber trotzdem noch so ein bisschen. Ja, ist nochmal rumgeschwommen. Und jetzt nochmal. Jawohl. Jetzt guckt er hier in meine Richtung. Ich kann ein bisschen kurbeln. Jetzt schön halten, hochhalten, in den Blank voll reindrücken. Volle Kraft. Schön nach oben mit dir. Dass er sich nicht wieder nach unten drehen kann und ab in die Tiefe stürzen kann. Sehr schön. Komm, 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 komm. Auch nur kurz dann locker lassen mit der rechten Maustaste. Denn sonst unausgeschlitzt. Okay. Bisschen übertrieben. Bisschen zu hart gedrillt. Auf der anderen ist ja auch schon wieder was dran. Aber geht auch wieder hoch. Da müssen wir jetzt abwarten. Das war ein bisschen übertrieben. Aber ich gehe auch mit dickerer Schnur rein. Das geht so nicht. Das, das ist ja der Hammer, Alter. Aber schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Fluorocarbon komplett. So, die 6,9er lassen wir weg. Wir nehmen hier entspannt auf 9,8 Kilo jetzt. Das Ganze wieder raus. Auf. Zack. Oh, ich habe die Schnur gewechselt. Das heißt, ich habe den Clip auch draußen. Den Schnurclip. Also das Ganze hier auf einem 12 Meter Clip. Jetzt müssen wir quasi in den Clip reinwerfen. Und dann aber mit Enter und nochmal Enter den Clip loslassen wieder.
denn das soll ja hier auch absinken und wir wollen ja auch auf der Position bleiben. Das heißt, auswerfen, locker lassen, Bügel auch ruhig dann wieder offen lassen. Das hat einfach den Vorteil, dass wir die Rute hier aufheben können, ohne dass da irgendein Ruckler an der Rutenspitze jetzt quasi passiert. Also das Ganze machen wir hier auch. Hier tausche ich gerade nochmal eben die Schnur aus, denn das ist mir dann doch ein bisschen zu tricky, ne? Wenn das jetzt so eine Sefo war, vielleicht auch nur mit 5 Kilo oder sowas, dann macht die richtig Theater, wie gerade schon gesehen. Und dann ist das auch zu wenig Druck, den man eben ausüben kann auf den Fisch, dass man den dann schnell genug reinkriegt. Hakengröße, das lassen wir alles so. Und hier nochmal auf 12 Meter raus, 1,50 Meter Tiefe. So, raus damit, auf zu, andersrum, zu auf. Und dann lassen wir das auch hier jetzt hier offen. Ich bin hier gerade mit der Tagara 10.000 unterwegs, also eine Rolle, die sehr schnell einkurbelt. Einholgeschwindigkeit 50 hier eingestellt. Einholgeschwindigkeit 50 und dann die plus Shift. Das heißt also in dem Moment, wo die Pose runterschießt, aufgreifen, schnell kurbeln und dann kommt quasi automatisch der Anschlag sozusagen durch das schnelle Kurbeln. Ja, und jetzt ist die Bremse natürlich gut genug eingestellt, relativ locker eingestellt. Ich sag mal hier so eine 8, so eine 10 oder sowas sollte auf jeden Fall reichen. Was hatten wir hier gerade? Da hatten wir auch eine 10, perfekt. Ja, und dann gucken wir mal, ob da was geht. Je nachdem, wie die Frequenz jetzt ist, muss ich natürlich gleich nochmal gucken, wie das, ob ich nicht noch eine dritte Rute hier rauswerfe. Könnte ich theoretisch noch machen. So, jetzt hier schön mit 3 Ruten draußen. Die dritte, die fängt auch sofort an zu zuppeln. So soll das auch sein. Bei der dritten habe ich jetzt sogar eine etwas dickere Schnur drauf, weil mir die, und nicht gehakt, weil mir die dritte 9 Kilo Schnur fehlte. Das heißt, ich bin jetzt hier mit 12 Kilo unterwegs. Sollte aber auch passen. Was ich jetzt aber noch zusätzlich gemacht habe, ist, ich habe hier einmal einen, ja, so eine Art Referenzköder reingehalten. Hier ist jetzt einmal Steinfliege und Schwimmkäfer drauf, um das einfach nochmal zu testen, ob denn doch da dann eindeutig mehr auch das Koori-Fältchen drauf geht. Und ansonsten probieren wir halt hier noch ein bisschen rum. Vielleicht sind die auch noch ein bisschen weiter hinten. Bisher muss da noch ein bisschen mehr passieren. Noch bin ich nicht zufrieden mit dem Spot. Zack, und dann geht er runter auf dem vorgegebenen Köder oder der Köder-Kombi. Und da geht tatsächlich das erste Koori-Fältchen drauf rein. Also, so sieht es aus, so soll es aussehen. Jetzt noch ein paar mehr Gramm auf den Rippen und das wäre nicht so schlecht. Weil das jetzt aber hier drauf geht, müssen wir doch auch nochmal irgendwie was anderes gucken. Also, ich bin wirklich da ein bisschen zu geizig für. Ich habe also auch gar nicht so viele von dem Schwimmkäfer. Das heißt also, ich teste jetzt hier einfach nochmal andere Köderkombinationen. Vielleicht geht ja noch was anderes. 28 Stück davon habe ich. Das heißt, ich will noch was anderes probieren. Wir machen... Oh, guck mal da hinten. Und wieder nicht gehakt. Verdorrig. Also, hier scheinen trotzdem noch ein paar Brocken reinzugehen. Sie sind da. Das ist schon mal gut. Das nur mal jetzt zum Testen. Und dann machen wir jetzt hier mal weiter mit den anderen Köderkombinationen. Hier jetzt einfach nochmal in Kombination mit der Bremse. Das sind natürlich auch alles so Köder, die auch durchaus dann hier irgendwelche Forellen oder so anlocken. Das heißt, da müssen wir jetzt ausprobieren. Und da zuppelt es wieder los, da vorne auf der 1. Komm, 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 komm. Und gehakt, jawohl. Und gehakt. Was haben wir denn jetzt? Eine kleine Forelle auf Steinfliege und da ist der nächste schon dran. Oh, jetzt wird aber hier tricky. Aber schon nicht mehr dran. Abwarten, abwarten, abwarten. Ist noch heiß. Das ist das Allerschlimmste. Ne? Bist du gerade im Umbau und dann zuppelt es links und rechts und überall. Und ganz wichtig, nicht so weit nach vorne, dass man die Ruten auch schnell genug abstellen kann. So, komm. Raus damit. 1,50 Meter wieder. Ne, 12 Meter, so war es. 1,50 Meter Tiefe. Die Tiefe und die Weite, alles jetzt bisher so gelassen, wie es ist. Und jetzt einfach nur Bügel zu, Bügel auf, jawohl. Dass wir hier alle
drei Routen an der gleichen Stelle haben und dann wird einfach probiert. Einfach ausprobieren und testen, wo was geht. Kann man das hier mit der Stippe machen, 12 Meter Entfernung? Könnte man, glaube ich, ne? Könnte man mit einer größeren Stippe durchaus mal probieren. 1,50 Meter Tiefe, 12 Meter Entfernung sollte gehen. Kann man sich hier bestimmt auch hinstellen mit der Stippe und einfach mal probieren, ob das so funktioniert. Vom Spot her bin ich ja hier, wie gesagt, am Campingplatz und ich werfe so in diese Richtung. Bis hierhin sind es ungefähr 19 Meter. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, hier an dieser Kante von diesem Schniepi, von der Vertiefung, dass man bis dahin so wirft. Und da ist dann auch nochmal probiert, der nächste Brocken, der dran geht. Ich vermute aufgrund der Bremse jetzt hier, dass hier vielleicht mehr eben auch die Forellenarten draufgehen. Durchaus eine Option. Seeforelle, na guck. Vielleicht sollte ich das gleich mal auf der anderen Kombi machen. Auf dieser hier. Zack. Und da geht der nächste Brocken rein. Hat sogar richtig Bock auf Eintagsfliegenlarve. Nee, Steinfliegenlarve mit Borkenkäfer in Kombination. Und hier ist eine 12 Kilo Schnur drauf. Also hier bin ich nochmal dicker unterwegs. Aber auch hier triggert das die Seefos. Ich muss sagen, ich finde das gerade gar nicht so schlecht. Einfach mal so auf die Seefos zu gehen. Hoppala, da bin ich ein bisschen schräg. Werfen wir nochmal neu. Und ich muss ja auch heute ist Freitag, ich muss ja auch heute beim allfreitaglichen, also jeden Freitag ist ja das Belaya-Turnier. Und da ich das letzte Mal gewonnen habe, muss ich dieses Mal am Belaya-Turnier nur mit der Pose ran. Und das heißt, ich werde auch hier am Belaya mit der Matchroute unterwegs sein und da mein Glück probieren auf Pose an der Belaya. Ich bin schon gespannt, was da geht, ob da was geht. Aber das soll doch irgendwie gehen. Also ich werde auch irgendwelche Köder finden und ausprobieren, dass man dann an der Belaya auch ein bisschen was rausziehen kann und da dann erfolgreich auch ist. Und vielleicht kriege ich auch ein paar schöne Brocken raus. Forellen, Eschen und Döbel sind ja immer die Zielfische. Ja, bis jetzt muss ich sagen, schon ein bisschen wild. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss mit den 9 Kilo Vorfach. Vielleicht wäre so 12 Kilo gar nicht verkehrt. 12 Kilo ist ja auch so die Gewichtsklasse, die man halt beim Spinning dann immer verwendet, weil eben hier auch die großen Brocken reingehen können. Aber Zielfisch, Koori-Fällchen ohne den vorgegebenen, den sehr teuren Köder, im Moment eher schwierig. Da muss ich noch ein bisschen weiter rumprobieren, noch andere Köderkombis testen. Jetzt haben wir auch gerade Mittagszeit, Koori-Fällchen in der Regel immer ganz gut zu fangen, gerade so in der Phase morgens und dann wieder in den Abendstunden, in den Abend rein. Das heißt, ich werde hier gleich noch mal ein bisschen weiter testen. Ja, und das ist hier eben genau das, warum ich die Eintagsfliegenlarve nicht so gern hab. Da gehen eben die ganzen kleinen Fischis eben auch drauf, ne? Die Elritze hier und die Zwergmarine und so, die mögen das alles. Und da ist das dann doch ein bisschen tricky, dass man dann ständig so Fehlbisse hat, ständig so kleine Zuppler, die nicht reingehen. Nee, ne? Oh, da werde ich aber hellhörig. Regenbogenforelle. Oh, da werde ich aber ganz hellhörig. Kriegen wir das noch ein bisschen anders kombiniert? Ich hau noch mal eine Dasselfliege rein. Vielleicht kriegen wir hier noch eine große Regenbogenforelle rein. Dann bin ich aber auch komplett zufrieden wieder. Das war wieder ein Fehlbiss. Ich habe zu früh angeschlagen. Der hat nur das zweite Mal groß gezuppelt. Also, das ist doch schon mal spannend. Ja, vielleicht ist mir die Regenbogenforelle auch einfach nicht gegönnt auf Spinner, auf Wobbler und Co., sondern nur auf Pose. Von daher muss man auch das natürlich hier testen und ich werde es testen. Nochmal eine Seefo, leider kein Fältchen. Also, weiter rumprobieren heißt es, weiter ausprobieren. Ich würde sagen, testen, 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 so wie immer. Und dann probieren wir mal, was hier noch so alles reingeht. Teste doch auch mal. Vielleicht findest du auch noch eine andere Köderkombination fürs Koori-Fältchen. Die gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, was da funktioniert bei dir. Ich bin momentan schon ganz zufrieden mit dem, was jetzt hier reingeht. Noch nicht so ganz Zielfisch. Nochmal Seefo. Also viele, viele Seefos.
und schon nicht mehr gehakt. Schade. Aber es klappt, es läuft und das ist eben das Schöne hier auf ganz entspannte 12 Meter Entfernung, 1,50 Meter Tiefe. Kann man wirklich, glaube ich, ganz gut machen. Sollte man sich einfach mal hinstellen. Vielleicht nicht zwingend mit der Stippe, aber wenn man schon eine vernünftige Bolognese-Route hat, so in der Gewichtsklasse, wie gesagt, so 10 Kilo plus, dann ist das doch gar nicht verkehrt. So, jetzt konzentriere ich mich auch noch mal ein bisschen mehr hier auf die zuppelnden Fische. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube, im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.